Wochenende SWR3 weltweit hier am Sonntagnachmittag. Bei uns geht es ums Reisen, es geht um andere Länder und genau das ist der Lebensinhalt von Sascha Grabo aus Thalheim im Kreis Heilbronn. Sascha ist ehemaliger Tennisprofi. In den 80ern schaffte er es immerhin auf Platz 920 der Weltrangliste. Und als es mit der Tenniskarriere vorbei war, fing es mit der Reisekarriere erst an. Da spielt Sascha mittlerweile ganz weit oben mit. Seit 20 Jahren reist bzw. trampt er jetzt schon nonstop um die Welt. Von regelmäßigen Zwischenstopps bei der Mutter in Heilbronn mal abgesehen. Und jetzt erwischen wir ihn gerade in Guadeloupe in der Karibik. Sascha, wie bist du denn diesmal dahin gekommen? Ich habe im Internet eine Kreuzfahrt gesehen für 299 Euro, weil es ist eine Jungfernfahrt gewesen, dieser Titanic-Strecke, ja, Transatlantik im Winter. Also bin ich runtergetrampt nach Barcelona zu diesem Schiff, bin dann rüber nach Boston in 10 Tagen und bin dann von Boston mit dem Greyhound-Bus runtergefahren nach Florida und von da aus dann ein 20-Dollar-Ticket rüber nach Jamaika. Dann war ich einmal in Jamaika und dann bin ich von da aus in die Ostkaribik nach Antigua geflogen und von da mit dem Boot mitgetrampt und bin dann nach Guadeloupe runter. Du warst ja schon in weit über 160 Ländern, stehst auf Platz 30 der Rangliste der am meistgereisten Menschen der Welt. Wo hat es dir denn bisher mit am besten gefallen? Also meine Favoriten, muss ich sagen, sind Brasilien, Indonesien und Namibia. Warum? In Brasilien, die Menschen einfach, die Lebensfreude, ja, Tanzen und Musik, einfach sehr offen. Man merkt es schon direkt, wenn man am Flughafen ankommt, dann wird man überall angegrinst und so, direkt spürbar. Dann Namibia ist ein Riesenland und landschaftlich und von der Tierwelt eigentlich fast alles zu bieten. Giraffen, Löwen, Nashörner, Geparden, riesige Farmen, die höchsten Dünen der Welt. Diese einheimischen Stämme gibt es da auch noch. Ich hatte sogar mal einmal überlegt, ob ich da mal 3 Monate bei denen wohnen soll. 3 Monate ist ja für dich schon ein halbes Leben. Ja. Auf dieser Liste der Most Traveled People, also der meistgereisten Menschen der Welt, ist momentan auf Platz 1 ein Amerikaner. Wie viel brauchst du noch, um den zu übertrumpfen? Also von den Landländern fehlen mir noch 10. Das sind Irak, Kuwait und Katar und dann noch 7 in Afrika. Das wird wahrscheinlich eher eine größere Expedition. Du bist Tage, Wochen, Monate unterwegs gewesen. Ein spezieller Augenblick, den du in deinem ganzen Leben niemals vergessen wirst. Zum Beispiel in Papua-Neuguinea sind wir auf eine Insel rübergefahren mit dem Kanu, die vorgelagert ist und da gibt es überhaupt keine Elektrizität. Und bin nachts aufgewacht, nachts um 3 habe ich mich am Strand hingesetzt und dann habe ich 17 Sternschnuppen gesehen in einer einzigen Stunde. Ja, da hat man einen Sternenhimmel, das ist einfach Wahnsinn. Ne? Sascha Grabo reist seit 20 Jahren um die Welt. Seine Homepage mit Bildern und Reiseberichten haben wir verlinkt auf swr3.de unter Links aus dem Radio. Da können Sie mal vorbeisurfen. In all dieser Reisezeit gab es natürlich auch gefährliche Momente. Welche? Das erzählt er uns in ein paar Minuten hier in SWR3 weltweit. Weltweit. Unser Fernwehbarometer schlägt gerade mal wieder kräftig aus. Denn wir sprechen mit Sascha Grabo aus Thalheim, Heilbronn. Der 40-Jährige ist von Beruf Weltenbummler. Mittlerweile, denn früher war er mal Tennisprofi und hat auch so das Reisen gelernt. Auf der Rangliste der meistgereisten Menschen weltweit steht er momentan als Jüngster auf Platz 30. Ist auch kein Wunder. Sascha ist schon quer durch die äthiopischen Wüsten gewandert bei fast 70 Grad. Er war in der Steppe Kirgisiens bei minus 30 Grad. Ist durch China getrampt, mit der transsibirischen Eisenbahn gefahren, zu Fuß durch den Dschungel von Papua-Neuguinea gelaufen. Und momentan ist er in der Karibik in Guadeloupe. Sascha, du hast mal gesagt, ein wirklich guter Weltenbummler, der kommt mit 10 Dollar am Tag ganz locker aus. Wie soll das funktionieren? Das ist eigentlich noch viel zu viel. Zum Beispiel jetzt, wenn ich nach Kairo gehe, da kostet die Übernachtung 1 Euro und dann gehe ich morgens runter und hole mir 2 Eier und 2 Baguettes. Das kostet mich zusammen 12 Cent. Dann hole ich mir noch ein Argentinier-Steak nachmittags vom Schlachter oder was und die Einheimischen essen das nicht, weil das eingefroren war. Dann kriegt man das Argentinien-Steak für 60 Cent. Also da kann man tatsächlich mit 50 Euro im Monat auskommen. Also Kairo ist wahrscheinlich der Welt billigste Stadt. Gab es auch gefährliche Momente auf deinen Reisen? Also in Afrika ist es so, dass wenn man durch so ein Land durchreist, wo es eigentlich keine Touristen gibt, als Weißer,
kann es schon mal passieren, dass man jetzt für einen Söldner gehalten wird, zum Beispiel in Bangui, in der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik, einfach um nachts um eins nach Hause und auf einmal kommt dann so ein schwarzes David Hasselhoff Knight Rider Auto entgegen mit verdunkelten Scheiben und da warte ich nicht ab, was passiert, renne ich direkt. Auf einmal fängt es hinter mir an, aus 20 Rohren zu ballern und auf einmal bin ich schon umzingelt gewesen von Soldaten und dann haben die mich dann gefragt auf Französisch und so, was mache ich hier, bin ich ein Söldner? Nein, ich bin nur Tourist und dann haben die mich erstmal ins Gefängnis gebracht. Wie bist du rausgekommen wieder aus dem Gefängnis? Nächsten Morgen, wir gucken so durch die Gitterstäbe da auf den Zentralplatz, auf einmal sehe ich einen Weißen auf der Gegenseite da 100 Meter weiter joggen und das war ein Armeeausbilder von den Franzosen, dem hatte ich Tennis gespielt vorher. Und dann habe ich quer rüber geschrien, ey, Olivier, komm hier und so weiter. Und er hat da was zu sagen, weil er Armeeausbilder ist und so weiter. Und dann ein paar Stunden später war ich dann draußen wieder. Wie finanzierst du deine Reisen? Ich versuche ab und zu Tennistrainerstunden zu geben unterwegs. Und ansonsten, meine Mutter unterstützt mich manchmal. Und die Leute fragen mich immer, wie kann man reisen? Weil die sehen das so, dass man zum Beispiel jetzt 2 Wochen Urlaub hat im Jahr und dann hat man einfach immer nur Extrakosten, hat die ganzen Kosten zu Hause plus die Extrakosten. Wenn man aber jetzt so reist wie ich, dass man eigentlich gar nichts hat, ne? Ich habe keinen Fernseher, keine Wohnung, ich habe ein paar Taschen und Tennisschläger, das war's eigentlich. Ne? Du wirst auf jeden Fall weiter um die Welt reisen. Und als kleines Kontrastprogramm dazu machen wir jetzt ein Mini-Deutschland-Quiz, Sascha. Alles klar. Nenne mir von Ost nach West die ostfriesischen Inseln, angefangen mit Wangerooge. Wangerooge, Langeoog, Amrum, keine Ahnung. Ja, das war schon mal gar nicht schlecht, da waren ein paar richtige dabei. Ich glaube, ich war schon mal auf Langeoog und auf Wangerooge und da war mal ein Tennisturnier. Das ist Wangerooge, Spiekeroog, Langeoog, Baltrum, Norderney, Jüst und Borkum. Oh. Wir halten also fest, wenn du die ganze Welt schon gesehen hast, hast du in Deutschland noch ein bisschen was zu gucken. Das stimmt. Und da habe ich ja definitiv auch noch Nachholbedarf. Irgendwann schaffst du es ja vielleicht und bist auf Platz 1 der meistgereisten Menschen der Welt. Vielen Dank für die Ermutigung, ja. Und ich hoffe, wir hören uns mal wieder, ne? Schöne Grüße aufs Team.